Ich habe gelernt, dass man nicht nur, wie man bei uns in Bayern sagt, guten Morgen, sondern moin, okay? Also will ich euch also begrüßen mit eurem Spruch moin und es freut mich, okay? Das Angenehme ist, man muss gar nicht nachdenken, weil am Abend sagt man auch moin, okay? Liebe Gemeinde, es ist mir eine Ehre, euch zu dienen und zwar mit einer Auslegung, eigentlich aus diesem, was heißt eigentlich, aus dem Lukas 19 Text. Und der Text ist eben so gestaltet, dass als letztes, und das ist eben das Wichtige auch, dieser Vers 10, den hier eure Schwester vorgelesen hat und der eigentlich das Wichtigste ist, dass der sogenannte Schlüsselvers ist. Das heißt, denn der Menschensohn ist gekommen, und zu retten, was verloren ist. Und wenn man das so mal überlegt, bin ich verloren, bin ich nicht verloren? Und meint Jesus vielleicht auch mich damit? Oder meint er nur den Zachäus oder diesen Josef Müller, der mal früher ein Schurke war und der jetzt, Gott sei Dank, Gottes Gnade, seit 15 Jahren erlebt hat und geschenkt hat und der ihm ein neues Leben geschenkt hat. Und vor diesem neuen Leben, und vielleicht, wie man das heute nennt, oder wie man das Jesus es damals nannte, Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist ja, sagte er, schon angebrochen. Und da will ich vielleicht auch am Schluss noch darauf eingehen, wie man in das Reich Gottes reinkommt und wie man merkt, dass man drin ist. Weil das ist immer ganz wichtig. Und über die Kirche kommt ihr über die Türe und da geht ihr raus. Aber ins Reich Gottes, das ist vielleicht noch für manche schwieriger oder auch einfacher. Ich habe es erst gemerkt, wie ich drin war, dass ich da eine Türe bewegt habe. Aber zu dem Text, meine Zeit ist leider etwas begrenzt. Hier, ich sage mal, weil es halt eingebunden ist und ich habe also nicht so ganz lang Zeit auszuführen. Und deshalb will ich eigentlich mal schauen, wie weit ich komme in diesen Text. Und zwar hat mir vor einigen Jahren mal ein Pastor, der übrigens auch Bibel-TV immer Gottesdienste gibt, Stunde des Höchsten heißt es, und zwar der Heiko Bräuning, der ist vom Bodensee bei uns unten im Süden, und der hat mir mal irgendwo in Hessen Fragen gestellt zu diesem Text. Und die sind so gut und so eigentlich auf den Punkt gebracht, dass ich mir diese Fragen selber stelle und sie auch beantworte. Und da wollen wir gleich mal beginnen in diesem Text. Nämlich, er fragte Zachäus, Oberzöllner und sehr reich. Wie ein Josef Müller, alles gehabt und doch irgendwie auf der Suche nach mehr. Warum diese innere Unzufriedenheit bei Menschen, die doch vermeintlich alles haben? Das ist eine gute Frage. Das heißt, immer mehr, immer mehr. Und mein Leben verlief genauso. Mir bleibt jetzt nicht die Zeit, mein Leben da auszulegen, wie in einem Vortrag. Vielleicht heute Nachmittag habe ich die Gelegenheit auf Zeckers Hof. Ich habe schon ein paar kennengelernt von den Zeckers. Und ganz sympathische Leute. Und vielleicht habt ihr Zeit, am Nachmittag zu kommen. Da möchte ich meine ganze Geschichte erzählen und glaub mir eins, es ist abenteuerlich, spannend wie in einem Krimi. Und ich kann selber noch nicht so begreifen, was da alles geschehen ist in mir. Ich will nur ein paar Punkte nennen. Ich bin aufgewachsen in einer Vorstadt in Fürstenfeldbruck zwischen Augsburg und München. Bin schon alter Knochen, bin schon über 60 mein Vater war Kriminalkommissar, meine Mutter war OP-Schwester, war das einzige Kind und ich hatte mit 17 Jahren einen schweren Autounfall. Ich konnte schon mit 16 mit einer Sondergenehmigung vom Münchner TÜV den Führerschein machen und hatte mit 17 einen Autounfall, der mich jetzt quasi querschnittgelähmt in den Rollstuhl brachte. Aber das hat mich nicht gehindert, weiterzumachen. Ich habe studiert, ich wurde Steuerberater, hatte mehrere Kanzleien, auch in Wittenberg, zwischen Leipzig und Berlin, in der Lutherstadt. Meine Hauptkanzlei in München, hatte 50 Mitarbeiter und hatte eigentlich ein gutes Einkommen. Und jetzt beginnt, und jetzt kommen wir auch zu dem Text,
Dieser Zachäus, den will ich da ein bisschen vergleichen. Und in manchen, auch in mir, ist oder war ein Zachäus. Immer mehr, immer mehr. Der hat ja für die Römer Steuern kassiert, der hätte doch auch normal leben können und, ich sag mal, vielleicht gut oder normal auskommen können, zufrieden sein können. Aber das ist das Thema, wir sind, und da nehme ich mich, ich sage jetzt einmal als Paradebeispiel, nie zufrieden. Zufriedenheit ist wirklich eine, ich sag mal gleich, eine Gabe, ein Geschenk, wenn man mit seinem Leben zufrieden ist. Wenn man nicht noch mehr will und immer das noch und ich brauche das. Und viele Leute denken, sie brauchen etwas, um glücklich oder glücklicher zu sein. Und ich dachte das auch. Ich brauche ein größeres Auto, ein Bankkonto sowieso, das muss noch mehr sein. Also das ist, was auf dem Konto steht. Und. Und das war vollkommen fehlgeleitet. Nämlich je mehr ich hatte, umso gieriger oder umso mehr wollte ich eigentlich. Und es ist eine Spirale, die kein Ende nimmt. Und es heißt ja in der Bibel, die Geldgier ist die Wurzel vielen oder allen Übels. Und das ist bei mir genau das Thema gewesen. Heute die jungen Leute, ich kann sie verstehen, sie wollen einen guten Beruf, das ist in Ordnung, sie wollen gut verdienen und Urlaubsreisen und sich ein Haus leisten, wenn man das heute noch kann bei den Preisen, aber wie gesagt, ich glaube, bei euch ist es nicht anders wie bei uns. Aber ich glaube, das ist alles in Ordnung. Das ist ja keine Gier. Aber wenn es dann dazu kommt, immer mehr, immer mehr. Ich kenne Menschen, die arbeiten mit 75 oder 80 noch und die Jungen, also die kommen gar nicht mehr zum Zug, weil der Senior einfach nicht von seinem Sessel weggeht und glaubt, er könnte noch alles mitnehmen und verdienen. Aber ich sage da immer, statistisch gesehen, spätestens der Enkel schafft es, das sauer verdiente Geld vom Opa oder von der Oma, je nachdem, durchzubringen. Also mach dir keinen Gedanken, die nach dir, die geben das Geld schon aus, was du verdient hast, okay? Und es ist gar nicht so schwierig. Aber das war auch bei Zachäus, er wollte immer mehr und er ist in den Betrug gekommen. Er hat Aufschläge gesetzt und war natürlich dann unbeliebt. Er war ein Zöllner, ein Oberzöllner, weil er eben in seine eigene Tasche gewirtschaftet hat. Und letztendlich war es bei mir ähnlich. Ich war ein seriöser Steuerberater, bin immer den geraden Weg gegangen, aber die Gier nach mehr, ich hatte Mandanten, die haben über 100 Millionen besessen und da sah ich, was sie die für ein Leben leisten konnten. Und diese Gier nach mehr, die hat mich eigentlich vom geraden Weg abgebracht. Und plötzlich, das Finale war so, dass ich dann auf einer Fahndungsliste war, vom Bayerischen Landeskriminalamt, vom BKA und weil ich in Amerika war, vom FBI. Und FBI ist was anderes wie die Dorfpolizei von Uelzen oder Stadtpolizei von Uelzen, okay? Die haben ganz andere Möglichkeiten, aber die haben mich nicht gefunden. Aber Gott hat mich gefunden. Und ich glaube, das ist das Allerwertvollste, was mir in meinem Leben passiert ist. Und ich will das vielleicht von hinten aufzäumen, diese erste Frage. Mir ist das Beste passiert, was mir je in meinem Leben passieren konnte. Ich habe eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und es ist mehr als nur in den Gottesdienst gehen, so schön das ist. Leider sind die Kirchenbänke heute nicht mehr so voll. Seit Corona geht ja das Streaming und es geht ja bequem. Ich kann ja zu Hause mein Croissant und meine Semmel und mein Kaffee und kann dann im Jogginganzug, okay? Und es ist bei uns auch nicht anders. Und irgendwo, und ich bin viel unterwegs in ganz Europa. Und übermorgen spreche ich in Bosnien in 5 verschiedenen Hallen, soweit es meine Gesundheit erlaubt. Ich fliege nach Belgrad und dort sind einige Dinge vorbereitet von Pastoren. Aber dort überall ist es auch nicht anders, dass die Menschen nimmer die Gemeinschaft schätzen. Und es ist so wunderbar, eine Gemeinschaft zu haben, den Freund oder die Freundin zu sehen und oder Bekannte zu treffen. Um gemeinschaftlich unseren Gott anzubeten. Und das ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Ich will aber zu der Sache Zachäus und Josef Müller zurückkommen. Mir wurde es geschenkt.
Ich habe es nicht verdient. Ich war eigentlich am Ende. Am Schluss, wie gesagt, hatte ich eine Gottesbegegnung. Ich habe etwas gehört. Ich habe eine Stimme gehört in Miami, wo ich gelebt habe. Und habe mein Leben eigentlich dann wieder, ich sag mal, komplett auf die Spur gebracht, indem ich zurückgeflogen bin und mich stellen wollte. Dann wurde ich aber trotzdem verhaftet, kam ins Gefängnis und dort fand ich eine Bibel. Und zwar eine Bibel, das Neue Testament. Und das hier ist das Originalbuch, das Neue, das ich in der Justizanstalt in Wien gesehen habe. Und schlag auf, Lukas 15, den verlorenen Sohn. Und ich habe das gelesen und ich sah darin meine Geschichte. Und ich habe mich vor Gott hingekniet, geistig auch, und habe gesagt, Herr, es tut mir leid, was ich gemacht habe. Mein ganzes Leben, ich war ein seriöser Steuerberater, ist vor lauter Gier auf die falsche Spur gekommen. Und jetzt stehe ich vor dir und habe nichts vorzubringen. Und ich sage euch, mir hat es mal ein Pastor geschrieben, mit einer Bankrotterklärung kann Gott sehr viel anfangen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist nämlich der Beginn, weil wir alle, wir wissen schon, wie es läuft. Wir können das schon machen und wir brauchen vielleicht Gott nur so am Rande und es ist so. Aber ich sage euch eins, aus eigener Erfahrung, das wird dann schwierig mit dem Reich Gottes, weil Gott will, oder Jesus in dem Fall hat es ja verkündet, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen und nicht nur die Belastung, sondern er hat auch gesagt, dass das Weizenkorn in die Erde muss und sterben muss. Und dass wir auch unser altes Leben, wenn wir unser jetziges Leben hier verherrlichen, dann haben wir ein Problem. Aber wer sein jetziges Leben hergibt, der wird ein neues Leben bekommen. Und ich habe unverdient, ich sage das immer wieder, ähnlich wie Zachäus, ein neues Leben geschenkt bekommen. Jesus hat eigentlich nicht die Taten gesehen vom Zachäus und vom Josef Müller, sondern hat auf sein Herz geschaut. Und ich glaube, das ist so wichtig, weil das Herz, das ist eigentlich das, nicht nur das, was Saint-Exupéry im Kleinen Prinzen sagt, mit dem Herzen sieht man gut, aber das Herz ist eigentlich das Wichtigere. Und nicht das, was hier an materiellen Dingen auf dieser Welt ist. So schön, dass es ist, Gott sagt ja, lebt im Überfluss. Aber das heißt nicht im Überfluss ohne Gott, sondern im Überfluss mit Gott. Und ihn täglich, in das Tägliche einzubeziehen, das ist eigentlich das Geheimnis. Nicht, dass wir hier rausgehen aus dem Gottesdienst und sagen, wunderschöne Predigt oder nett gesungen oder der Pastor oder dies oder das war, hat alles gut gefallen. Gehen wir zum Mittagessen und jetzt leben wir unser Leben. So habe ich das 50 Jahre gemacht. Ich bin jeden Sonntag in den Gottesdienst gegangen. Jeden Sonntag. Aber nicht, weil ich überzeugt war, sondern weil man es als Bayer so macht, dass man in die katholische Kirche geht. Aber das hat nicht viel in meinem Leben bewirkt. Sonst wäre ich vielleicht nicht von der geraden Bahn abgekommen. Aber Jesus ist mir nachgegangen und Jesus geht auch Ihnen nach oder dir nach, weil er will dein Herz haben. Und das, glaube ich, ist so wichtig. Nächste Frage, er war klein von Gestalt, dieser Zachäus. Das hört sich an, als sei er oft mit sich unzufrieden mit sich war, als ob er oft Spott und Hohn ausgesetzt war. Als Mensch mit Handicap, Josef, warst du vermutlich oft in der gleichen Situation. Hadert man da nicht mit sich und seinem Schicksal? Ich will diese Frage schnell beantworten. Es kommt drauf an. Es gibt Menschen, die von heute auf morgen durch einen Autounfall, so wie ich, in den Rollstuhl kommen. Aber es gibt Dinge, die kann man nicht verändern. Die sind so. Die bleiben so. Und dann muss man einfach, man fällt natürlich in ein schwarzes Loch. Das will ich jetzt nicht verheimlichen. Aber man kann da drin bleiben und sagen, oh, wie schlecht geht's mir und wie auch immer. Und die anderen sagen, tut sie, ja, ja, so schlecht geht's dir, du Armer. Aber ich habe gesagt, no, ich steige auf, raus aus dieser Grube, raus aus dem schwarzen Loch.
Und ich mache weiter. Und so will ich euch oder dir auch Mut geben, wenn du mal hinfällst oder irgendetwas ist. Oder so wie wir vorher gehört haben, auch ein Trauerfall vielleicht irgendwo in den Geschwistern oder in der Familie ist. So bedauerlich das Ganze ist. Ja, Trauer muss vielleicht oder ist vielleicht angebracht. Aber bleibt nicht da drinnen. Ich habe als allererstes gesagt, nachdem ich mich ein bisschen geschüttelt habe, und habe ich gesagt, ich bin nicht behindert, sondern nur am Gehen verhindert, okay? Und das ist ein großer Unterschied. Und so habe ich mein Leben begonnen und bin einfach losgelaufen und habe gesagt, mal schauen, was die Welt bringt. Und ich sitze zwar jetzt im Rollstuhl und fahre, aber schau her, ich bin mit dem Auto vor der Tür, das mir übrigens geschenkt worden ist. So ein schwäbisches Auto könnte ich mir nicht leisten, in meinem früheren Leben schon, aber heute besitze ich nicht mehr viel. Aber ich bin heute der glücklichste Mensch der Welt, ohne Millionen, ohne Autos, ohne Flugzeug, ohne großen Yachten und was ich alles hatte. Aber ich habe Jesus im Herzen. Und das ist das Schönste, was Geschenk, was alles ersetzt. Das ist wie der Schatz im Acker, den er kennt in dem Gleichnis. Er fand einen Schatz im Acker und dann verkaufte er alles, um diesen Acker zu kaufen. Weil ich konnte nichts mehr verkaufen, mir wurde alles genommen und es ist auch gut, okay. Aber ich habe diesen Schatz ausgegraben. Und da will ich euch Geschmack machen. Da ist noch mehr. Da ist noch mehr, als Gott zu besingen, was gut ist und Lobpreis und Anbetung. Das ist das Wichtigste. Aber da ist noch mehr. Gott will mit dir eine persönliche Beziehung haben. Er will, dass du Nachfolger Jesu bist, so wie er es gesagt hat. Und das ist Reich Gottes Arbeit. Jesus forderte auf, runterzukommen vom Baum, vom hohen Ross, vom Ast, auf dem man sitzt. Du, Josef, bist im wortwörtlichen Sinn auch runtergekommen. Wie wird man fertig mit der Situation, dass man alles verliert und dass alles auf dem Spiel steht, dass man Angst hat um seine Existenz? Ja, ich bin von einem Josef Müller, braun gebräunt aus Jamaika, so ungefähr direkt in die Zelle gekommen, in die Gefängniszelle. Ich habe mich auch selber gestellt, mir war das schon klar. Ich war in dem Fall eigentlich, warum ich auf Flucht gegangen bin, eigentlich unschuldig und konnte meine Unschuld beweisen. Trotzdem hatte ich einige Vergehen und die hat man heute mir angelastet. Ich wurde verurteilt und wie auch immer. Aber Gott hat einen Plan. Egal wie tief du bist, Gott hat einen Lebensplan für dich. Und mein Lebensplan ist, oder war von ihm, dass ich ihn näher kennenlernte. Und das ist nicht so einfach, wenn du im Gefängnis bist. Ich meine, ihr seid alle so brav hier in Uelzen, ihr kommt nie ins Gefängnis. Das habe ich allerdings auch gedacht, also wie auch immer. Und ich muss sagen, Gott hat mir die Chance gegeben, im Gefängnis, ich wundere das immer noch, ich bin ja Katholik und die Evangelische Allianz hat mir ein Stipendium gegeben und ich konnte im Gefängnis Theologie studieren, okay? Mehrere Jahre und das hat mich sehr gewundert eigentlich. Und da habe ich Jesus kennengelernt und den Heiligen Geist und Gott und mir ist es nahegebracht worden, um was es wirklich geht, was Reich Gottes ist. Ich dachte, gehe ich Sonntag in Gottesdienst, gehe ich vielleicht noch in den Hauskreis und dann wird es schon irgendwann einmal gut auslaufen. Ich bin ja ein guter Mensch eigentlich oder ich war ein guter Mensch lange Zeit. Aber in der Bibel steht was anderes drinnen. Da steht drin, natürlich, geh in deine Versammlung, geh in den Gottesdienst, es ist auch wunderschön. Und ich bin auch jeden Sonntag im Gottesdienst, wenn ich nicht gerade direkt jetzt irgendwo spreche. Aber wichtig ist die Beziehung zu Jesus. Und es beginnt am Morgen, wenn du aufstehst. Nämlich dann, wenn du in der Früh die Gedanken machst, ach, was muss ich heute machen und wen muss ich anrufen und was muss ich kochen oder was muss ich arbeiten oder was habe ich auf dem Plan. Hatte ich früher auch. Heute sage ich, guten Morgen Jesus, guten Morgen Heiliger Geist. Ich bin gespannt, was du vorbereitet hast heute für meinen Tag. Es wird spannend werden wie gestern. Und Jesus hat einen Plan. Und Gott hat einen Plan. Und den hat er für Zachäus, den hat er für Josef Müller und den hat er für dich oder für sie.
Und das ist doch was Zufriedenstellendes, wenn man weiß, dass Gott einen Lebensplan für einen hat. Und der ist gut. Und wenn du auf diesen Plan gehst, wenn du ihm nachfolgst, so wie es in der Bibel heißt, dann wirst du auf geraden Linien gehen. Und wenn du versuchst, deine eigenen Werke zu verherrlichen oder zu gehen, ohne Gott, dann wirst du manchmal Schiffbruch erleiden oder wie auch immer, oder Korrekturen. Und es tut manchmal weh. Wie erfahre ich jetzt, was Gott für meinen Plan hat? Ganz einfach, geh ins Gebet. Ich komme vom Gebetshaus Augsburg, Dr. Johannes Hartl. Dort habe ich nach meiner Haft dann weitere Ausbildung. Ich war dort auch Gebetsleiter in der Nachtschicht. Wir haben 24 Stunden, 7 Tage Gebet. Und ich habe Wunder gesehen, die kein Mensch, ich selbst nicht einmal, überhaupt im Entferntesten gedacht hat. Krebsheilungen, Sofortheilungen, Heilungsprozesse in jeder Art und Weise. Menschen wurden befreit von bösen Geistern. Was ich gesehen habe, was ist vollkommen nicht meine Welt war. Und da weiß ich, Gott lebt. Und er will mit dir leben und wird mit ihnen oder mit dir eine lebendige Beziehung haben. Und es ist ganz einfach, indem du einfach sagst, so wie ich das gemacht habe, in einer kalten Einzelzelle in München, Stadelheim. Ich habe einfach gesagt, Gott, ich bin jetzt am Ende. Ich brauche dich wirklich. Und dieser Zachäus, der steigt ja auch nicht auf einen Maulbeerfeigenbaum, nur um vielleicht jetzt mal Jesus zu sehen, so wie also King Charles oder früher Prinz Charles, den ich persönlich kennenlernen durfte. Das ist eine Geschichte für sich. Aber einfach mal so vorbeigeht. Nee, der Zachäus, der wollte was. Der wusste, dass da mehr ist. Da ist mehr als nur Happy Clappy und am Straßenrand Jesus vorbei laufen sehen, so wie die Queen oder wie irgendwas früher oder was man immer so sieht bei den Hochzeiten oder so. Da ist mehr. Und Jesus sieht dich. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu wissen. Der sah nicht die Massen, die da unten waren, sondern der sah den Zachäus auf dem Baum. Der sah den Josef Müller in seiner Zelle, der vollkommen am Ende war. Von einem seriösen Steuerberater gut situierten Menschen, der vom Leben, also von der geraden Linie abgekommen war. Der sah diesen Müller und der sah diesen Zachäus. Und vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht geht es dir auch so. Es wäre toll, wenn Gott mich sehen würde, wenn der mein Problem sehen würde, das ich gerade habe. Wir sind manche in Süchten, in Pornosucht, in Geldsucht, in Arbeitssucht, in Alkoholsucht. Also es gibt so viele Süchte in jeder Art und Weise. Gott will dich befreien. Ich habe eine Freiheit bekommen, ähnlich wie Zachäus. Und Jesus hat gesagt, ich will in deinem Haus einkehren. Heute will ich in deinem Haus einkehren. Und so hat er zu mir gesagt, Josef, die Menschen deuten auf dich mit Fingern. Da schau ihn an, den Steuerberater, schau ihn an, der auf der Überholspur war, was er jetzt für eine Quittung hat. Alles zurecht, liebe Freunde und Geschwister. Aber Gott lässt das geknickte Rohr nicht abbrechen. Und der ist auch bei dir. Ich weiß nicht, wie es dir heute oder wie es Ihnen heute geht. Jeder hat was anderes. Ich kenne euch ja gar nicht. Aber Gott kennt euch. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Ich muss ja nicht alle kennenlernen. Aber ich habe hier nur sympathische Menschen kennengelernt. Das muss ich sagen, hier in Uelzen. Und ich will schon langsam zum Ende kommen, weil wir kommen durch den Text in der Kürze der Zeit nicht durch. Das Wichtige ist es, so sehe ich das, zumindest meine Erfahrung jetzt mit 15 Jahren, jeden Tag mit Jesus. Trau ihm was zu. Bau Jesus nicht in so eine kleine Box und sag, das kann er und das will er oder Gott oder den Heiligen Geist. Sondern er kann wesentlich mehr, als wir uns vorstellen. Und er ist da.
Es ist ein Gott, so wie die Jahreslosung heißt, der dich sieht. Und er sieht dich, nicht den Nachbarn, den du vielleicht siehst, so wie das ja gerade beim anderen, die eigenen Fehler sieht man immer zuerst beim anderen. Und wenn man dann mal einen Spiegel holt, dann weiß ich, warum ich die Fehler vom anderen schon so schnell sehe. Weil eigentlich habe ich ähnliche Dinge. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Schau nicht auf die anderen, vergleich dich nicht. Der hat mehr oder der hat weniger, der hat schöneres Auto oder der ist besser und der ist reicher. Das bringt alles nichts. Wenn du vor Gott stehst, wir sind nackt gekommen und wir gehen auch nackt. Wir können nichts mitnehmen, aber wir stehen vor Gott mit unserem Leben. Was haben wir vorzuweisen? Gutes? Vielleicht. Schlechtes? Sicherlich auch. Und um dem zu entgehen, ist Jesus für euch und für jeden, für mich und auch für euren Pastor und für jeden ans Kreuz gegangen und hat mit seinem Blut bezahlt. Und er hat dich freigekauft. Er hat dich gekauft, weil du sein Bruder bist und Gottes Kind bist. Und deshalb will er, dass du dein Leben Jesus übergibst und mit Jesus lebst. Und das, glaube ich, ist das auch die Essenz, die aus diesem Zachäus-Beispiel kommt. Es hat sich dann alles gedreht. Er wurde sofort, hat Zachäus gesagt, ich gebe alles zurück, ich vierfach sogar. Und Jesus hat es bestätigt, indem er gesagt hat, auch er ist ein Sohn Abrahams. Das hat mit der Stellung in dem Tempel zu tun, weil er da ausgeschlossen war und Jesus hat ihn wieder integriert. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir immer sehen, dass wir einen Gott haben, der uns sieht, der mit uns ist und der nicht nur dir dann hilft, wenn es gar nicht mehr geht. Aber du brauchst nicht mit deinen guten Taten kommen und sagen, schau mal her, was ich alles mache. Ich spende, ich gehe in Gottesdienst und. Hat zu mir mein bekannter Schauspieler in Deutschland gesagt, ich möchte nicht den Namen sagen, Gott kann ganz schön zufrieden sein mit mir. Boah, ich habe mir gedacht, Gott segne diese Überheblichkeit. Ich habe es ihm nicht gesagt, weil das muss er selber, ich bin nicht der Weltretter, aber ich will wirklich sagen, komm vor Gott und komm vor Jesus, aber nimm kein Gepäck mit. Weil du brauchst nicht mit deinen guten Taten prahlen. Komm so, wie du bist. Und wir sind alle irgendwo, haben wir unsere Flecken oder könnte man sagen Leichen im Keller oder wie auch immer. Das mögen kleine oder größere sein. Gott kennt sie alle. Aber wenn du sie ihm hinlegst vor das Kreuz, er hat dafür bezahlt schon. Du musst eigentlich nur sagen, Jesus Christus, ich nehme das an, ich nehme deine Gnade an. Ich will dein Kind, ich will dein Bruder sein und ich will Kind von Papa sein und ich möchte ein neues Leben beginnen. Und diese Chance, wenn nur einer heute diese meine bescheidene, ich bin gar nichts, ich bin nur Geschwister von euch. Und wenn einer von euch das zum Anlass nimmt und sich im Herzen getroffen fühlt, dann hat sich meine Fahrt von München hierher mehr als gelohnt. Weil genauso wie Jesus den Zachäus sucht, er ist gekommen, um Menschen zu retten, wollte ich dir diese Botschaft von der Rettung durch Zachäus, wie es mir widerfahren ist und auch Zachäus, eben nahe bringen. Vielleicht nimmst du diesen Text mit nach Hause und überlegst, ob du in deiner lebendigen Beziehung zu Jesus was verändern solltest oder ob du überhaupt eine lebendige Beziehung hast. Und kleiner Tipp, wir haben ja so ein Buch, so ein dickes, wo vielleicht bei dir schon wieder Staub drauf ist, blaust den Staub runter und lies in deiner Bibel, lies in der Heiligen Schrift, möglichst jeden Morgen, ein paar Minuten bloß. Und lies in den Psalmen, lies im Alten oder Neuen Testament einen Vers und bitte Gott oder den Heiligen Geist, den Autor des Buches, dir vielleicht das aufzuschließen, was er dir damit sagen will. Und das ist meine Botschaft. Und dafür danke ich euch.
dass sie das angehört hat. Amen.